Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tönsport FIFA. Schön, dass ihr eingeschaltet habt in Asien. Ich habe heute mal das Ganze gestartet mit einem Gesamtüberblick hier, wo wir mittlerweile natürlich sehen, wie schön das hier alles zusammenwächst so langsam. Und damit das noch weitergeht, möchte ich heute, weil wir sehr viel Geld haben, mich um ein komplett neues Frachtsystem kümmern. Und zwar um Baumaterial. Wir brauchen relativ viel. Wir brauchen Changsha, das möchte ich anschließen. Wuhan, Dhaka und hier unten Zhengzhou. Mein Plan ist es, Zhengzhou erstmal außen vor zu lassen, beziehungsweise nur mit LKWs erstmal zu versorgen, dass wir hier jetzt dahin keine Bahn mehr bauen. Wir brauchen aber insgesamt natürlich Kieswerke und Baumaterialfabriken, die wir jetzt gleich erstmal bauen werden. Und ich habe mir gedacht, dass wir jetzt mal hier oben in die Richtung gehen mit Sachen und das ganze Kieskram nicht alles auf einen Haufen setzen, sondern das so ein bisschen verteilen, dass wir auch Zulieferer haben und erstmal zwei Fabriken zusammensetzen. Das wäre so mein Plan und wie gesagt, ich würde das Ganze in die Richtung hier oben machen, hier zwei Fabriken setzen. Wir müssen gucken, vielleicht hier irgendwo, dass wir da auch Bahnhöfe hinkriegen und den Zuliefererverkehr müsste man per LKW vielleicht sogar machen. Wir könnten ja hier mal schauen, wenn wir das setzen würden. Wenn wir da rauskommen, wenn wir das hier so setzen würden, wartet mal, wo müssen wir denn hin? In die Richtung da unten. Na gut, ich würde das an die Bahnstrecke anschließen, die hier sowieso rumgeht dann wahrscheinlich. Weil sonst müssen wir hier unten um die Stadt rum, das ist auch kacke. Ne, es ist generell nicht so schön, weil wir da eventuell ja nach da oben, ne, wir müssen ja nach oben auch raus. Also müssen wir es schon so bauen. Und das hat auch, ich finde, das hat ja vielleicht ein bisschen was mit Cheaten zu tun, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, natürlich bauen Firmen ihre Fabriken eher dahin, wo die Infrastruktur auch schon vorhanden ist. Ja, und deswegen werden halt die Fabriken, wie wir das hier machen, dahingesetzt, wo wir dann auch Bahnhöfe haben. Und es kostet uns ja auch was. Von daher finde ich es eigentlich in Ordnung. Und man kann es viel schöner bauen halt auch. Weil sonst ist auch halt auf den Maps sind nie Fabriken zusammengelegt. Und in der Realität ist es halt eher so, dass dann mehrere Fabriken an einem Bahnanschluss auch dran sitzen. Und das nicht komplett überall in der Welt verteilt ist. Klar, manche schon, aber nicht immer. So, jetzt brauchen wir hier natürlich noch einen Gebäudeanschluss. Beziehungsweise der Bahnhof hat natürlich zu wenig Gleis bekommen. Ich denke mal, der braucht mindestens drei. Und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht wieder die Gebäude noch dazwischen... Nee, bei weitem nicht. Selbst mit einseitig wird es nicht funktionieren. Weil wir das kleine Gebäude genommen haben. Ne? Beim großen Gebäude würde es nämlich funktionieren. Aber es passt halt nie an die Straße. Die Straße ist leicht schräg. Naja, gut. Okay, lassen wir. So, dann kriegen wir nämlich da auch noch Dingens hin. Gucken wir mal, ob das so vielleicht sogar... Ja, würde gehen. Die Frage ist halt, ob es so nicht tatsächlich... Ne, eigentlich nicht. Der schließt beide noch an und auf der Seite geht das dann genauso. Ich wette mit euch, da kann man bestimmt auch hinten noch einen Güter... dran sitzen. Ah gut, eins. Dann ist das so. Schade, dass nicht zwei dran passen, aber... Da müssten wir es halt, wenn nach da, vergrößern. Und ich würde auch gleich den Bahnhof ausbauen. Huch, wir haben neue Sachen bekommen. So. Eventuell bauen wir das ja da noch aus. Aber das sei erstmal dahingestellt. So, jetzt wollen wir nach da raus. Wir müssen nämlich nach da raus. Hier.
So. Dann würde ich da rausgehen und den anschließen und davor machen wir das Kreuz, dass sie sich da anpassen können auf ihr Gleis, wo sie hinwollen. Wie gesagt, eventuell eh umgebaut und dann können wir eigentlich, guck mal, dann können wir sogar da unten an den Bahnhof dran gehen. Den wir dann natürlich auch noch ausbauen müssten. Der ist aber nicht so groß, der Zug. Das heißt, das können wir erstmal so nutzen dann. Und hier haben wir auch Platz. Hier ist ja keine Stadt in der Nähe. So, dann gehen wir hier raus. Machen wir mal die Höhenkarte an, dass wir so ein bisschen... Okay, wir haben hier... Doch hier, dass wir so ein bisschen sehen, wo wir lang können. Hier sind aber keine Berge, von daher alles wunderbar. Dann gehen wir mal um die Wälder drumherum. Okay, hier haben wir ein bisschen nicht so gut gebaut. So geht's aber. Ich finde es immer schön, wenn da ein paar Kurven drin sind in den Bahnstrecken. Also ganz leichte, dann sieht es meistens ganz cool aus. Okay, da war doch ein Berg. Habe ich nicht gesehen auf der Map. Na gut. Da ist drum. Zack. Dann Signale hin. So. Okay, dann brauchen wir... Wir brauchen ja auch zwei, ne? Ne, ein... Okay. Ich dachte jetzt, sie brauchen eine doppelte Menge Stein. Egal. So, da an den Wald dran. So, erstmal. Und dann schließen wir die mal an. Straßenverkehr natürlich. Der Tunnel ist mit Tramgleis gebaut. Dumm wie er ist. So. Ja, da dran. So, dann brauchen wir hier hinten natürlich auch die Straße. Kann man ruhig machen hier, das als Hauptstraße nutzen. Ah ja. Ich sehe das Problem. Genau, den können wir da anschließen. Der hier hinten ja auch. Ich finde, die Straße ist eigentlich ganz cool, aber ein bisschen zu nah an der Küste. Wir kommen die natürlich alle ihr Frachtzentrum hier hin. Der und der natürlich auch. Von dem aus muss aber noch eine Straße losgehen. So. Was ist denn jetzt da wieder? Wo habe ich denn jetzt wieder was für... Achso. So.
Also sind überall die Frachtcenter dran und LKWs kaufen. Falsche. Ist immer noch der falsche. Dann war das der falsche. Aus irgendeinem Grund will er nicht. Der? Mit. Achso. Oh. Okay. Ihr habt nichts gesehen, Leute. Ich habe die Straße nicht hingeschritten. Scheiße. Was ist? Oh nein. Eigentlich. Oh Gott, ey. Leute. Okay, so. Er hat Straßenbahngleise hingebaut. Das sollte er doch nicht. So, dann weitere Fahrzeuge. Ja, sehr schön. So, den haben wir und die beiden haben wir, ne? Gut, dann bräuchten wir jetzt, jetzt müssen wir mal gucken, der nimmt dann das Baumaterial von da und bringt das. Dahin. Ja, weil woanders kommen wir auch gar nicht hin. Doch da. Da müssen wir hier hinten drum runter. Das ist doof. Dann bringt er es dahin, oder? Oder bringt er es dahin? Shangsa braucht es auch. Ist jetzt die Frage: Bringen wir das Baumaterial dahin und transportieren wir das mit den LKWs dann da und dahin? Oder bringen wir es dahin und bringen das nach da, da und nach da mit den LKWs? In die Mitte kommen wir nicht. Ich möchte nämlich hier das nicht so rumbauen. Hier würde es gehen, dass wir hier noch so eine Verbindung schaffen. Von hier aus müssten die LKWs halt alle drei komplett durch die Stadt hier fahren. Nee, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Von hier aus würden sie eine neue Straße kriegen. Wahrscheinlich hier angeschlossen. Irgendwie. Dann würden sie diese Straße nutzen können. Wir sind halt nach Dakar. Da würde ich eine extra Straße vielleicht hier noch rüber bauen. Nach da unten weiter. Ich würde es hier hinbauen. Der ist ja schon verlängert. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt hier schön rumgehen. Ist gar nicht so billig, muss man sagen. Geht von der Geschwindigkeit, aber klar. Zack. Und das brauchen wir zweigleisig. Das muss nämlich hier auch noch drauf. So. So, Signale vor dem kommen mal wieder weg. So, das passt dann. Das auch. Da haben wir hier die Abkürzung. Da müssen wir hier schauen. Das würde ich dann auch umbauen hier. Dass die nicht alle auf einen Gleister gezwängt werden, alle Züge wieder langkommen. Sondern da bauen wir das dann mehrgleisig aus. Oh, das wird schon. Okay. Damit wir auf die gleiche Höhe kommen, bauen wir es mal so. Und gehen dann auch hier so rum. Zack.
So, dann müssen wir nur noch da irgendwie durchkommen. Mal. Weil das ist nämlich hier eigentlich. Eigentlich die Verbindung der Personenstrecke. Das ist nämlich das Problem hier. Deswegen müssen wir den da irgendwie wieder anschließen auch. Ich meine, es wird irgendwie funktionieren. Ich würde es halt gerne, eigentlich gerne so machen, dass wir da wirklich drüber kommen. Da geht es. Irgendwo geht's hier. Oh komm. Ne, Kollision. Möglich ist es aber vielleicht. Ah, ne, er will da nicht. Aber so ist es ja schon mal. Zumindest möglich, dass die da drüber fahren können. Was funktioniert jetzt hier nicht? Weizen Shanghai Zug 4. So, ja doch, die brauchen wir. Doch, das Gleis brauchen wir. Gut. Das müssen wir vielleicht nochmal umbauen hier, weil das sieht jetzt noch nicht so aus, wie es sein sollte. Und vor allem ist das Gleis falsch hier. Weil normalerweise muss der halt da noch rüber. So. Gut, das müssen wir nochmal umbauen. Das klappt so nicht. Ich sehe schon das Chaos kommen. Was wir da möglicherweise mit verursachen. Oh, 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 oh. Naja. Jetzt brauchen wir nur noch einen Zug. Der das Ganze auch dann transportieren möchte. Aber die LKWs, die müssen wir halt auch noch machen. Aber die machen wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Die werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen. Die komplette Route. Das könnte schwierig werden. So, die fangen auf jeden Fall an. Also das funktioniert schon mal. Da müssen wir jetzt nur noch einen Zug erstellen. Nimm den hier. Wie viel brauchen wir denn? Kapazität, wie viel? Zwei Züge? 280 reicht, glaube ich. Ich glaube, wir haben neue Loks gehabt, ne? Ja. Die sind sogar relativ stark. Kann halt nur 95 fahren, ist auf der langen Strecke natürlich die Frage, ob wir das wollen. Aber die 5 km/h, das ist jetzt auch nicht. Sind aber deutlich teurer. Oh nee, wir nehmen den hier. Und ein Teil reicht da auch. Würde ich lieber schauen, dass wir eventuell einen mehr einsetzen.
von den Zügen. Da müssen wir halt da noch Straßen und LKWs und alles machen, aber das schafft man nicht mehr. Das dauert jetzt noch zu lange, würde das jetzt noch gewollt sein. Gut, so, den drehen wir dann direkt mal um. Dann kann der nämlich dahin hinfahren und dann gucken wir mal. Nee, die werden noch nichts transportieren, die Züge. Ist ja dumm. Dann werden wir jetzt Pause machen. Oh, das ist schon eine lange Strecke. Da werden wir noch einen Zug brauchen, aber... Doch, er macht das, weil hier wahrscheinlich das irgendwie mit irgendwelchen anderen Zügen wegtransportiert werden würde. Der nicht, aber die werden das wahrscheinlich mitnehmen, deswegen müssen wir da mal... Nein, der kann das nicht mitnehmen, aber irgendein Zug muss das mitnehmen können. Also irgendein Zug muss... Ne, hier. Die ist es. Ja, aber das wäre schon richtig. Nur, da würde ich dann halt eine extra Linie für einrichten wollen. Dass sie das nicht machen. Gut, Leute, ich lasse es jetzt hier auf Pause. Damit wir uns beim nächsten Mal darum kümmern können, da noch LKWs einzusetzen, die neuen Straßen und so. Aber es funktioniert ja schon mal. Das ist sehr gut. Und deshalb würde ich sagen... Schaltet beim nächsten Mal unbedingt wieder rein zu Transport Beaver, wenn ihr sehen wollt, wie wir den weiteren Transport hier organisieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Kevin Zucht. Bye, bye.